Ja, das ist jetzt, glaube ich, die gefühlste millionste Folge, die ich schneiden muss. Danke. Bitte. Ach, ganz ehrlich, ich werde dann irgendwie, keine Ahnung, Folge 400 irgendwas auf FSK 18 setzen und dann passt das Arschlecken. Ja, da wäre ich vorsichtig mit Doch, reicht. Blut und so, das ist schon heftig. Lernen zu basteln. Da ist aber jetzt jemand fick. Wie bitte was? Wer wurde gefickt? Ja, das habe ich auch verstanden. Hallo, da ist aber jemand fix. Leute, Ja, das hätte ich wie aber sieht jetzt man auch richtig gesagt. aus? Schatz, in der Wand brauchst du nichts zu flicken. Das mache ich jetzt eben, da mach ich weiter. Was fickt mich? Ja. Was? Denk an die Decke, da ist auch noch eine Menge Krempel. Eins nach dem anderen. Nein, alles gleichzeitig. Ja, ich bin ein Spakomat, das ist richtig. Der Spackomat. Boah, ey. Le Spakomat, natürlich. Do you know the way of the Uganda people? You don't. Lava. Danke dafür. So, Diamanten, zeigt euch. Oh, zum Schnitzel. Sachen. Ah ja, okay, da ist. Hier ist schon eine Fackel, also weil. Ja, ich war hier schon mal. Okay. Das heißt, hier Oh gibt's nichts Mann, mehr, ich gehe ey. zurück. Leiten, dies und jenes. Ach, ich bin nur noch am Schmelzen hier. Oh. Ja, okay. Oh. Ja, ich sitze hier auch wieder vom Schmelzofen. Hast du den Schmelzofen eigentlich auch unten in der Mine? Ach so, nee, ich habe nicht so eine Smeltery wie ihr die habt. Ich habe eine ganz normale Armee an Öfen hier. Ach so, Herr Bodo, die Schmelzerie ist so viel besser. Ja, irgendwann mal in 100 Jahren. Schatzi, lebst du noch oder bist du gestorben? Lebt noch. Was hättest du im Chat gelesen? Ist gestorben an. Nee, irgendwie ist sie auch gerade gestorben, aber im echten Leben, was ist denn los da? Oh, das ist runtergefallen. Was? Mettbrötchen ist runtergefallen. Ja, mit Streuseln. Aber ich bin nicht froh, dass ich den im Teamspeak habe und so nicht höre. Ja, ich hör's zweimal, das reicht. Boah. Nein! Oh, okay, Kacke. Okay, weiter geht's. You know the way of the Uganda people. Okay, ich muss meinen Hammer reparieren. Immer im Gesicht. Ich bin heilfroh, dass ich diese Karte habe, ne? Ich will nicht mit dir spielen. Nein. Map, meinst du die Journey Map? Ja. Ja, die ist einfach mega. Ohne die wäre ich wirklich hoffnungslos verloren im Untergrund. Kennst du schon diese Inseln, die im Nether rundherum sind, um die eigentliche Insel? Nether? Ja. Nein. Nee, Quatsch, Entschuldigung, im End, im End. Im End. Leg dich Nee. hin. Ich hab mich da noch nicht reingelesen, was das angeht. Ja, sei froh. Da waren wir auch mega froh, dass wir diese blöde Karte hatten, weil, ich sag mal so, das hat Dimensionen, das ist nicht mehr normal. Ach, Oh. aber wir sprechen jetzt wirklich vom Ende, oder? Ja. Im Ende gibt es ja die eigentliche Welt da mit dem Drachen und das ist eine fliegende Insel sozusagen und drumherum ist ein breiter Kranz aus gar nichts und dahinter kommen ganz viele weitere Inseln und die sind verzweigt und da wachsen Teleportfrüchte und Tulka oder sowas heißen die. Ja, Die sind so kleine Schulka, das Kisten, sind. die schießen Lenkraketen nach dir. Das sind What aber the hell? Schulka-Siedlungen. Ja. Das sind keine Lenkraketen, das ist. Rotze, Wenn die dich Lenkrotze, ja. treffen, dann schwebst du ein paar Sekunden. Das heißt, am besten guckst du, dass du irgendwas findest, was du über dich baust.
Weil Axel ist dann nämlich nach oben geschwebt. Nach oben, nach oben, nach oben und ist dann gestorben. Ja, ich bin runtergefallen und gestorben, genau. Ja. Okay. Mal ganz kurz, Robert, wo hast du den Eisenblock hin getan? Doch, ihr alle hier drinnen. So? Hier sind keine mehr. Hier! Bei der Schmelze. Hier unten drinnen im Trichter. Aha, mach mir doch keine Angst. Ich brauche einen Eisenblock, um meinen Hammer wieder zu reparieren. Dann gehe ich nämlich wieder runter in die Mine. Geht mal jemand Basti abholen? Ich hab zu tun, sorry. Okay. Ich wüsste jetzt noch nicht mal, wo ich den abholen kann. Ich weiß nicht mehr, wo die Spawnzone ist. Ich auch nicht. Aber am ersten sagt man doch der gefragt hat, oder? Ha ha ha. Obwohl, wo er recht hat. Wenn ich wüsste, wo die Spawn ist. Siehst du doch mit Sicherheit auf der Map, oder nicht? Den nicht. Sehen wir ihn denn nicht auf der Map? Nee, der Spawn ist schon ein bisschen entfernt, das ist das Problem. Ich meine mich aber zu entsinnen, dass der Spawn, wenn ihr mal auf der Map guckt, da ist ja das Baumhaus von Lukas, rechts daneben ist in dem Schneebiom die Farm und nochmal weiter rechts müsste irgendwo der Spawn sein. Ja, das sind aber schon ein paar Meter, soweit ich noch weiß. Ralf und ich sind, glaube ich, eine gute Stunde gelaufen. Bitte, was? Ja, wir sind nur ein bisschen hin und her gelaufen, ne, also. So. Zack, 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 zack. Okay, da sind wir. Deine Hinschätzung, die du abgebaut hast. Ich hab ziemlich viel noch in meinen Tagetaschen, Schatzi. Da hätte ich gerne was von, damit ich die Löcher flicken kann. Dann komm bei, ich geb dir. Gesundheit. Da. Mehr? So. Ich mach mal so, bitte Esse und dann geh ich mal runter. Mach mal die Heizung an. Holst du dann einen ab oder was? Mhm. Alles klar. Weil ich weiß jetzt nicht, wie man da hinkommt, deswegen. Habt ihr genügend zu essen dann, um den auszustatten direkt oder was? Ich glaub ja. Ja, sonst geh noch mal vorher bei uns ins Haus und hol dir noch was, da ist alles Mögliche. Und ich mach gleich die nächste Ernte. Ja, nice. Ja, Essen haben wir auch keine Probleme mehr. Wenn ich jetzt die nächste Ernte mache, mache ich die Felder auch direkt voll, die noch drei Plätze haben und dann ist das sowas von safe. Ach du Scheiße. Wenn der Basti ja mal on käme, wieder im Teamspeak, wäre es ja mal gut. Na, der ist gemutet. Ja, der PC von Stefan ist am Arsch. Oh oh. Was hat er denn? Oh wei. Ja. Der sagte mir eben, weil ich gefragt habe, ob er online konnte, sagt er, naja, könnte was dauern, sein Kaspersky-Gerät, das Java runtergeschmissen. Aha. So, und jetzt gerade... Jetzt gerade schrieb er von wegen, ja, Laras PC habe ich gerade fertig, jetzt ist meiner am Arsch. Scheiße. Hat der keine Festplatte noch rumfliegen oder so? Man hat doch immer noch eine Festplatte rumfliegen, oder? Keine Ahnung. Jetzt gucke ich so auf meinen Schreibtisch und dachte so, Alter, wer hat denn Festplatten rumfliegen und links neben mir liegt eine Festplatte. Dein Ernst? Ja, hier liegt eine kleine Festplatte. Ich weiß gar nicht mal, woher die kommt oder was das ist. Ich kann dir sagen, was das ist. Was denn? Ah ja, stimmt. Wenn ich mir die PC-Teile dann von dir holen werde, ne? Oder würde. Ja. Würde es Sinn machen, komplett auf SSD zu wechseln? Ja, also, allerdings, wenn du komplett meinst, meinst du für die Daten auch? Ja. Sinn ja. Bezahlbar nein. 2 Terabyte SSD kosten immer noch an die 1000 Euro, wenn du eine vernünftige haben willst. Okay, HDD hört sich aber auch ziemlich gut an. Ja, also erstmal würde ich dabei bleiben.
der nächsten Generation jetzt von SSDs, die auf dem normalen SATA-Sockel rauskommen, will Samsung ja, wie heißt es,